Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Guten Morgen. Guten Mittag oder auch. Meine Eier brennen ab. Yeah. Ich habe so viel Beine trainiert, dass das Testosteron in meinen Eiern aktuell nicht mehr produziert wird. Deswegen gibt's auch gerade leichte Komplikationen mit meiner Stimme. Der ein oder andere hat ja vielleicht letztens mal bei mir reingeschaut und mein letztes Video gesehen. Denn wer es nicht gesehen hat, abschalten. Wer heute keinen Spaß versteht, abschalten. Wer denkt, er meinte, hier den Mount Everest beklettern zu müssen, abschalten. Wer denkt, er kann als Mann Female Plus Produkte verwenden, abschalten. Wer denkt, Steine wären lebende Organismen, abschalten. Liebe Leute, ihr wisst ja vielleicht noch, im letzten Video habe ich euch erzählt, dass ich auf dem Leg Day war. Ich dachte tatsächlich während der Übung, ich habe mir in die Hose geschissen. Das war eine richtig geile Erfahrung mit dem Typen, der stofft. Schon wieder gehen keine Grüße raus an diesen Spaß. Dieses Mal habe ich gedacht, gut, bereitest du dich gut auf den nächsten Leg Day mit dem vor? Die Aktion ist wahrscheinlich komplett nach hinten losgegangen, oder? Es gibt da so eine Übung im Gym und zwar geht die so. Ich wollte übrigens gerade kacken gehen. Ich schwöre, es ging nicht. Es ging einfach nicht. War einfach nicht drin. Ich musste eigentlich. Aber dann musste ich wieder nicht mehr. Pass auf, die Übung geht so. Und macht dann so auseinander. Und dann gibt es noch eine. Macht ihr eure Beine so zusammen, okay? Das tut so weh. Das war eine Übung, die habe ich davor noch nie so gemacht, okay? Und Leute, glaubt mir, schon während der Übung hat sie mir bis hoch in meine Eier gezogen, okay? Und jetzt ist es wirklich ganz, ganz übel geworden. Ihr müsst euch vorstellen, es tut weh. Tut mehr weh. Tut noch mehr weh. Halt dein Maul, das kann doch nicht sein, oder? Ich kotze ab. Ich glaube, ich kann die nächsten zwei Wochen nicht scheißen gehen. Yeah. Auf jeden Fall eine arschgeile Story zu Beginn an dieser Stelle. Ich möchte heute ein paar Kommentare mit euch durchgehen. Ihr müsst euch mal überlegen, was mir jetzt aber ganz unabhängig davon aufgefallen ist. Seit über einem halben Jahr sagt die gleiche Dame im TV, dass sie Parshippt. Scheint ja mega gut zu funktionieren. Und yeah. Michael Schofield. Michael Schofield hat kommentiert. Chilliger Typ. Wie läuft's im Knast? Komm schon raus, ha? Ich habe nämlich gehört, dass wenn man sich die Wäscheklammern ins Gesicht hängt, beispielsweise so, dass das Ganze eine Art von Akupunktureffekt hervorrufen kann. Spaß beiseite, liebe Leute. Wir wollen jetzt hier auch gar nicht weiterhin irgendwie witzig sein oder so. Wenn Nico aus dem Bild rauszoomt, ist er denn Outscope? Nee. Selbst mit dem Muskelkater bin ich bei dem jetzt raus. Es tut mir leid, aber ich bin da raus. Als ich gerade am Masturbieren war, habe ich jemanden ganz laut Hilfe schreien hören. Bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Yeah! 1500 Daumen nach oben. Wahrscheinlich mehr als das Video, oder? Und viele haben sich ja im Prinzip über die Weihnachtszeit auch Gedanken gemacht. Was schenkst du da, ja? Wie möchte ich vorangehen? Möchte ich dem anderen eine Freude bereiten? Oder möchte ich dem einfach nur das Geschenk des Jahrhunderts liefern? Da bin ich tatsächlich neulich auf einen Beitrag aufmerksam geworden im Internet. Laut Studien ist das beste Geschenk, das man einer anderen Person machen kann, eine kaputte Trommel, ja? Jetzt fragt sich wahrscheinlich der ein oder andere, warum soll jetzt eine kaputte Trommel ein geiles Geschenk sein? Weil, habe ich mich auch gefragt, bis ich dann auf den Entschluss gekommen bin, dass das Ganze unschlagbar ist! Yeah. Der war doch relativ sparsam. Mein Jahresübergang war richtig behindert. Erstmal einen Korb von einem geilen Mädchen kassiert. David, wenn ich mir dein Profilbild so anschaue, kannst du froh sein, dass du keine Faust kassiert hast. Heißt Sand, Sand, weil es zwischen der See und dem Land liegt? Habt ihr euch auch mal tiefgründige Fragen gestellt? Warum hören wir mit dem Ohr? 2017 hat dich verändert. Wo er recht hat, hat er recht. Alter, was denken deine Eltern, wenn du am Videodrehen bist? Wenn ich am Videodrehen bin, das ist noch völlig harmlos. Ihr müsst mal hören, wenn mein Dad zockt. Normalerweise ist es ja so, wenn man jetzt, sage ich mal, gekillt wird. Oh, scheiße, wurde gekillt, ja. Bei meinem Dad ist es halt so, haut die Maus gut und gerne auch mal so stark aufs Mauspad, dass du denkst, okay, da probieren die Einbrecher gerade mit einem Rambock durch die Wand zu gehen. Dabei war es nur mein Dad. Sowas kann gut und gerne mal vorkommen. Wenn ich dann allerdings drehe und einmal laut bin, zum Beispiel auch nach jedem verpisst euch, kommt der rein und sagt, halt einfach dein Maul. Hab dieselben verpester. Ich wollte heute eigentlich noch ein bisschen mehr austicken, aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, meine Eier ziehen, also meine Eier und die Haut neben meinen Eiern zieht gerade so sehr, dass ich wirklich mich eher zusammenreißen muss, nicht zu weinen. Das ist eine Sache, die überdauert gut und gerne auch mehrere Nervenströme.
Gott, ist das unangenehm. Wenn ihr Beine trainiert, dann lasst es einfach. Macht es nicht.